Es gibt noch ein letztes DLC. Naja, kann ich die Credits irgendwie überspringen? Nein, kann ich nicht. Also war kurz, erst schon mal kurz zusammengefasst. Ich fand's lustig. Hat zwar nur eine Dreiviertelstunde zum Durchspielen gebraucht. Nicht mal eigentlich. Die Aufnahme geht eine Dreiviertelstunde bis jetzt. Aber ja, das war eine ziemlich lustige Dreiviertelstunde. Ah ja, ich kann einfach Continue machen. Und kann mir jetzt das finished Fight Pack kaufen. Habe ich jetzt alle Awards? Na, außer dem letzten. Habe ich jetzt alle Achievements gesammelt. Jetzt beenden wir den Kampf, wie es sein sollte. Den Troll müssen wir nicht nochmal töten, der bleibt tot, nur die Zombies kommen wieder. Sogar der böse Typ trägt ein Bikini. Ah, nein. Jetzt habe ich dich, gib die Prinzessin frei. Haha. Das war erbärmlich. Wie erwartest du, dass sie einen Nachfolger machen? Oder ein Sequel? Was ist Sequel? Naja, Nachfolger, wenn du den bösen Typen tötest. Ich hingegen habe kein Problem, dich zu töten. Jetzt kommt Pferd? Autsch. Hey, jetzt hat sich doch rentiert, dass wir uns die Rüstung gekauft haben. Mein Held. Meint sie jetzt mich oder das Pferd? Nein. Einfach nein. Was soll das für ein Ende bitte sein? Oh mein Gott. Jetzt geht sie mit dem Pferd weg. Sie geht mit dem Pferd weg. Nein. Oh Gott. Aber was erwarte ich? Das Spiel war von Anfang an darauf ausgelegt, einen dummen Schluss zu haben. Eine Prinzessin im Bikini geht mit einem belämmert aussehenden Pferd in der Goldrüstung weg. Auch gut. Ah ja. Stats. Münzen gesammelt, 825 von 825. Alle 16 DLC-Packs gekriegt. Awardments, also Errungenschaften 10. Aber nur Rang B, weil ich 43 Minuten 46 dazu gebraucht habe. Okay. Save and quit. Da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, gucken wir mal in das Live Freemium or Die. Mal gucken. Starten. Willkommen zu DLC Quest Lebe Live Freemium or Die. Dankeschön für das Vorbestellen der Game of the Year Edition. Du wurdest mit du wurdest mit dem frühen Zugang zu folgenden Fähigkeiten belohnt. Laufen und Springen, Audio, Animation und Pausing. Hab Spaß. Ja, springen kann ich. Achso, stimmt ja, springen kann ich mit CZ. Super. Mister, Sie müssen uns helfen. Womit denn? Was ist das? Premise, okay, das weiß ich jetzt nicht, was das auf Deutsch heißt. Ich meine, was ist das Problem?
Irgendwas hat die Dorfbewohner bei Nacht angegriffen. Komm, folgen wir. Lass uns das tun. Warte. Okay, nein. Wie viele müssen sterben, um mir Spielemechaniken beizubringen? Alle, würde ich sagen. Können wir sterben? Wey, zur Abwechslung können wir mal sterben. Aber im Allgemeinen scheint das nicht viel auszumachen. Wir spawnen einfach wieder. Wey. Ja, das scheint hier eine ganz andere Kampagne zu sein. Was ist das hier? Particles Pack? Wir haben ein neues DLC freigeschalten. Super. Hier ist jemand gestorben. Hier liegt der Schäfer, der Hüter der Schafe, der Verteidiger Flock. Okay, das ist, kenne ich auch nicht das Wort. Der erste, der verloren ging durch die Hand der Kreaturen. Hier liegt Villager John, getötet bei den Kreaturen. Er hat nicht wirklich aufgepasst. Hier liegt Villager Ryan, hat versucht, die Kreaturen zu bekämpfen, starb durch Wuchtschaden. Nun, du hast es verstanden, dass ein Haufen Dorfbewohner vor kurzem getötet wurden. Super. Loading? Wow. T-Word Patch Pack. Oh, hier gibt's nochmal Awards, aber das hier scheint eine etwas längere Kampagne zu werden. Deswegen glaube ich, ja, entweder ich spiele sie für mich offscreen oder ich glaube, ich werde sie für mich offscreen mal spielen und falls ihr wollt, kann ich euch den Rest zeigen dann. Aber ein bisschen zeige ich euch noch davon. Hallo, ich bin der Geschichtenerzähler, Geschichtenschreiber der Stadt. Ich habe die Zensur abbekommen. Oder nee, halt. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt, wie man das jetzt am besten auf Deutsch übersetzt. Aber die Arbeit ist einfacher geworden seit den mysteriösen Toten. Oder mysteriösen Morden. Wusstest du, dass 75% der Stadtbevölkerung aus England sind? Und 75% und mehr hat im Vereinigten Königreich, also in Britannien gespielt. Das ist eine sehr seltsame Information. Okay. Es ist für die Steuer, super. Mal sehen, ob ich wenigstens in der Zeit noch den DLC-Händler finde. Hier ist eine Wache, mit der will ich jetzt nicht unbedingt labern. Also, oh, hier gibt es einige Leute, mit denen ich reden kann. Ah, ich glaube, den Händler finde ich nicht mehr. Ich bräuchte auf jeden Fall mal einen Doppelsprung. Was sagt die Wache? Wegen der großen Gefahr, die unser Dorf bedroht, kann ich dich nicht rauslassen. Du musst erst mit dem Bürgermeister reden. Das ist absurd. Lass mich einfach vorbei, ich finde diese Monster.
Nein, ich kann das nicht. Und denk nicht daran, über mich zu springen, weil es nicht funktionieren wird. Selbst wenn es danach aussieht, dass du es solltest, aber es funktioniert nicht. Naja, das funktioniert nicht, weil deine unsichtbare Mauer ist. Wir alle lieben ja unsichtbare Mauern. Na gut, gucken wir uns doch mal kurz die Achievements an. Was gibt's denn hier für lustige Achievements? Also wieder hinten DLCs. Irgendwas Geheimes. Alle Münzen sammeln, kennen wir ja. Den Ursprung des mysteriösen DLC-Manns erkennen. Versucht zu cheaten. Okay. Jeder kriegt diesen, also weiter in der Story vorankommen. Ich denke mal, fürs Cheaten brauchen wir wahrscheinlich erst das Cheat-DLC. Dann können wir wahrscheinlich irgendwie an ihm vorbeihüpfen. Ja. Aber ich denke mal, das sollte dann reichen, um euch mal so einen Einblick in das Spiel zu geben. Falls ihr wollt, dass ich euch auch diese Kampagne hier mal ausführlich zeige, nicht nur die erste, dann schreibt mir das doch bitte in den Kommentaren. Dann spiele ich die auch nochmal für euch. Das sollte ja auch nur ein kleines Nebenprojekt werden. Also, dann sehen wir uns in meinen anderen Projekten und in neuen Projekten hoffentlich auch. Bis dann.